dieses Leben. Ist so wichtig, denn das ernst zu nehmen. Ja, wohin sehen wir dann nochmal? Und heute sind wir erstmal hier. Guten Abend, Wuppertal. Hi. Hi, wir sind heute in der Börse in Wuppertal. Heute geht es um einen Singer-Songwriter-Slam und zwar um die Akustikschlacht. Was das genau ist, erzählt uns heute mal der Chris, der sitzt gerade neben mir. Der ist nämlich Veranstalter und Moderator heute. Singer-Songwriter-Slam bedeutet ein Singer-Songwriter-Wettbewerb mit vier Künstlern, die drei Runden lang gegeneinander hier antreten. Sie haben pro Runde 10 Minuten Zeit und pro Runde müssen wir uns immer von einem Künstler verabschieden. Das heißt, wir haben in der ersten Runde 4 Künstler, in der zweiten Runde 3, in der Finalrunde 2 und ganz, ganz am Ende haben wir nur noch einen oder eine, die mit diesem Supergerät nach Hause gehen darf. Ein total selbstgebastelter Pokal aus einem Keramikstern und einer wunderschönen Kazoo. Ich finde, das ist doch mal ein Applaus wert, oder? Wie bewirbt man sich dafür oder wie werden die ausgesucht, die Slammer? Ja, es gibt eine Internetseite www.akustikschlacht.de, da meldet man sich einfach. Da gibt es auch ziemlich viel Info darüber, was man sagen sollte oder schreiben sollte. Wichtig wäre immer eigentlich in irgendeiner Form eine Live-Performance, sei es jetzt ein YouTube-Video, es muss jetzt nichts Tolles sein, kann auch wirklich ein Handy-Video sein, damit man mal kurz einschätzen kann, wie ist dieser Mensch auf der Bühne. Und heute haben wir echt eine bunte Mischung da. Wir haben den Bernd, der ist ein bisschen was rüstiger, aber ein toller Musiker. Die Annika, die hat bei uns beim Workshop mitgemacht im Sommer. Das ist ja wirklich ihr allererster Auftritt, wirklich live und alleine. Und die anderen sind schon gestandene Songslammer. Ich bin auch Singer-Songwriter, Liedermacher, wenn man so möchte. Ja, macht das auch schon seit einigen Jahren. Habe auch schon einige für mich entscheiden können, ne? Mit diesem Gefühl in meinem Bauch, wenn du genau hinhörst, spürst du es auch. Ich frage mich, was bleibt. Ich sitze hier gerade mit dem Bernd. Bernd ist noch schön am Gitarre spielen gerade. Bernd, was machst du hier? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Erzähl mal was von dir. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich komme aus Köln. Das ist ja quasi um die Ecke hier. So eine Art Vorort von Wuppertal. Hast du denn sonst schon mal irgendwo mitgemacht? Oder ist das jetzt so dein erstes Mal, sage ich jetzt mal, als Singer-Songwriter-Slammer? Als Slammer? Ja, wirklich. Weil Slam ist ja so eine relativ neue Erfindung in dieser Welt. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist mir völlig neu. Darf man fragen, um was es in deinen Songs geht? Ja, es geht ich nenne das immer Protestlieder für und gegen alles Mögliche und Unmögliche. Mein Alter, also Mitte 50 fast. Und da ist man schon mal ab und zu auch mal am Resümee ziehen, so irgendwie, wie gut, was ist hier eigentlich? Ne? Ist das Leben schon geglückt, wie man heute ja sich auch schon mit Mitte 20 fragt? Wenn Maschine lieb liegt, sie wie gedruckt, wie im Kino gesehen, wie im Fernsehen geguckt. Wenn Maschine lieb liegt, sie wie gelernt, man sollte diese Art Lieb aus der Maschine entfernen. Maschine, 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 Schiene. Maschine, 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 Schiene. Ich komme schon auch aus einer Heavy-Metal-Ecke und irgendwie bin ich nicht so ein ganz so ein rührseliger Baumumarmer, Liedermacher, sondern irgendwie schon anders. Hast du dich irgendwie speziell jetzt vorbereitet oder springst du einfach auf die Bühne und guckst, was passiert? Nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Dann lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Interview und viel Glück gleich. Freunde der Sonne, ich sitze hier gerade mit Ingo und Simon, die haben gerade die meisten Punkte abgeräumt. Jungs, wie ist das für euch? Wart ihr aufgeregt? Seid ihr jetzt ganz stolz auf euch? Ja, wir freuen uns natürlich. War eine schöne Veranstaltung. Wir haben Spaß hier auf jeden Fall in Wuppertal. Und ja, wir waren ein bisschen aufgeregt schon. Aber sobald dann die erste Anmoderation funktioniert, hat es gepasst. Und dann ja, hat es Spaß gemacht. Wir sind jetzt ungefähr seit einem Jahr unterwegs zusammen, haben vorher Solo-Sachen gemacht. Ingo kommt aus dem Poetry Slam, ich komme aus der Akrobatik und wir nehmen auch gerade eine EP auf. Wir haben eine Facebook-Seite, da kann man das alles auschecken, facebook.com/Simon und Ingo. Und ja, da erfährt man immer den neuesten Scheiß. Ich habe gehört, ihr beide wohnt zusammen in einer WG. Euren WG-Küchensong, den habt ihr wirklich zusammen in der Küche geschrieben? Ja, also das lyrische Wir wohnt zusammen in der WG.
Und genauso haben wir dann da auch den Song zusammen geschrieben in Simons Küche, das ist richtig. Und es fühlt sich wirklich manchmal so an, als würde man zusammen wohnen, weil man ja sehr viel Zeit im Auto auf Bühnen verbringt und dann auch mal ja, gemeinsam irgendwo übernachtet. Also ich könnte mir aber keinen besseren Mitbewohner als Simon vorstellen, hypothetisch oder nicht. Heute Abend mache ich wieder meine Guacamole. Wenn die Avocado reif genug ist, sonst ohne. Wie soll es denn gehen? Ganz viel Leben. Ah. Und ein Mitbewohner ist ja oft die halbe Miete. Er schreibt dir, du, ich komm bald heim. Sag mal, brauchst du was vom Lidl? Aha. Er füttert deinen Lego an. Deinen Hibiskus. Allein zu leben, das wäre unökologisch. Ja. Und ihr habt euch jetzt wirklich gesagt, so, wir schreiben jetzt einen Küchensong, oder ihr habt euch einfach dahin gesetzt und habt eine Runde gejammt? Ich war wieder mal drüben in Berlin, mal die Vibrations checken. Das ist ja das deutsche Silicon Valley in dem Sinne. Und ich war wieder drüben, also gucken, was los ist, ein paar Inspirationen sammeln und so. Und hab beim Kumpel übernachtet in Neukölln in seiner WG. Und es war alles so richtig kultig, wie man sich das mal vorstellt. So, wir sind nachts noch nackt mit dem Einkaufswagen um die Häuser gezogen. Und so haben, ich habe auch geschlafen. Ich habe mich nicht zugedeckt, habe ich mich mit so einer Neon, weißt du, diese coole Zeitschrift. Und hatte auch nur ganz wenig geschlafen, Rock'n'Roll, YOLO und alles, ne. Und dann saß ich da in der Küche. Und die ersten Zeilen sind ja, der Tee wird kalt und die Kippe verglimmt und so. Und es war für wahr. Ich lass mich gern von dir bekochen. Ich bin stinkig faul und ich zeige es dir. Und ich lieb dich schon seit Wochen. Seit Monaten und es wird immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Und es wird mehr. Wuppertal, was wird's? So, ich sitze hier gerade mit dem Konstantin, unserem Loopstation Master, und der lieben Annika, die ganz, ganz süße und romantische Texte schreibt. Ja, erzählt mal, wie war es für euch? Cool. Und das war dein erstes Mal? Bei Slams habe ich jetzt ein paar schon mitgemacht, so 3 oder 4. Wie hast du dich so drauf vorbereitet? Gar nicht. Annika, wie war es bei dir? Erzähl doch mal. Ich war mega aufgeregt, weil das mein erstes Mal bei einem Songslam war. Hat aber total viel Spaß und ich liebe diese Atmosphäre hier. Also das war mega cool für mich. Ich will nicht nach Hause, weil es so schön ist. Bin immer hier dabei, ich bin dagegen, ich bin nicht daheim. Oh, ich bin schon daheim. Hast du noch vor, noch mal weiterzumachen, oder ihr beide auch? Wollt ihr noch mal irgendwo dran teilnehmen? Auf jeden Fall. Also das war ja mein erster Songslam und deshalb werde ich jetzt noch erstmal die Gegend erkunden und woanders die Bühnen auf die Bühne gehen. So. Und du? Ja, ich komme sogar wieder nach Wuppertal. Also wenn wir Zeit finden, sehen wir uns wieder beim Jahresfinale des Wuppertaler Songslams Akustikschlacht. Der findet statt im Dezember. Ihr findet die Termine auf der Seite. Bitte folgt auch Campus TV. Uni Siegen bei Facebook und auf allen allen YouTube-Kanälen natürlich. Und schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei, facebook.com/Simon und Ingo. Da findet ihr unsere Songs, Videos und dergleichen. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war ein wunderschöner Abend mit euch. Damit zurück ins Studio. Manchmal gehst du morgens aus dem Haus, den Kasten voll, abends kommst du wieder und er ist leer. Manchmal denke ich schon mal, Ordnung in der Küche zu haben. Könnt ihr die Pfandflaschen sammeln und den Kühlschrank bezahlen? Okay, und manchmal kann ja sein, bist du allein und dein Mitbewohner hat seine Freundin bei sich. Und du hörst den beiden zu, wie sie Liebe machen und dankst Gott auf Knien für Mitmieterschaften.